Schalämmchen, Freunde. Schalämmchen. Ich habe euch versprochen, es gibt hier noch ein Tuning-Video zu. Hier ist es. Zeig euch mal, wie das funktioniert. Ne? Aber S, was ist das überhaupt? Weißt du das, was das ist? Das ist das Hemiway E-Fahrrad. Eigentlich ein selbstloses Fahrrad mit seinen Ballongreifen. Fährt sich, glaube ich, ganz gut. So ungefähr wie das Mockville Basalt. Von der Optik her, würde ich jetzt schätzen. Ja, die sind fast baugleich, nicht ganz. Ein paar Unterschiede sind da. Wir haben ja 1 Kilowatt Leistung, 48 Volt. Also nicht 1 Kilowatt auf dem Hinterrad, das ist natürlich nur 250 Watt. Aber wir haben hier einen 1 Kilowatt Akku. Und ich habe euch in dem Review gesagt, man kann das Ding sehr wahrscheinlich noch schneller machen. Und da zeige ich euch jetzt wie. Heißt, wir haben einen coolen Gasgriff. Das ist echt cool. Der ist sogar erlaubt. Der ist sogar 6 km/h erlaubt. Der ist sogar erlaubt. Aber wie geht das Ding jetzt schneller? Das ist ein bisschen kompliziert. Wir starten das E-Bike. Dann drücken wir die beiden Tasten gleichzeitig, Plus und Minus. Etwas länger, jetzt kommt hier der hier. Jetzt können wir quasi hier, ja, nein, wir machen jetzt hier auf Y und drücken diese beiden Tasten gleichzeitig. Jetzt sind wir schon in dem P-Setting, jetzt brauchen wir ein Passwort. Das Passwort machen wir weiter, indem wir, glaube ich, hier auf Info drücken, genau. Das Passwort war, glaube ich, 5100, glaube ich. Also 05100. Ne, 010, 366. Nein, Passwort ist 05100, glaube ich. Wenn nicht, muss ich gerne mal ganz kurz googeln. Gucken wir jetzt mal. So, jetzt sind wir schon in dem P-Setting. Jetzt können wir hier die Reifengröße umstellen und so weiter. 700 Grad. Aber, warte mal, wie waren das jetzt? 26 Inch war das, ne? Wir wollen aber hier in 5, also quasi drücken wir auf Info-Knopf einmal, kommen wir auf L5, dann können wir die Geschwindigkeit ändern. Höchstes leider nur 40, was ich ein bisschen schade finde, aber ja, ich zeige euch gleich, wie krass der 40 ballert. Danach können wir, glaube ich, die beiden Knöpfe nochmal drücken. Ist dann eigentlich egal, ihr könnt es dann auch außen wieder anmachen. Das kommt aufs Gleiche raus. Also einfach hier Fahrrad aus, wieder an. Ihr braucht da nicht extra umständlich aus dem Menü wieder raus. Und schon habt ihr das E-Bike getunt. Genau, getunt. Getunt. Ja, ich würde sagen, du bist heute der Kandidat. So, fahren wir los. Wir haben 34, 35, da sind ganz viele Enden. Ich muss abbremsen, Enden. So, Freunde, wir fahren los. Und ich trete ganz langsam rein. Ich hoffe, ihr seht die Leistungsanzeige. Wir sind gerade bei 900 Watt. Ich trete jetzt wirklich relativ entspannt rein. Wir sind bei 29 km/h, 30, 31, 32, 33. Und ich trete wirklich nur ganz leicht rein, 34, 35. Und ich kann jetzt wirklich nur so Fake-Treten machen. Ihr seht das, ganz entspannt. Und wir kommen trotzdem auf 38 km/h. Und wenn die Straße hier ein bisschen besser ist oder ein bisschen länger, dann würden wir auch noch auf 40 kommen. Wir haben hier 39 am Tacho stehen. Da ist das Ende der Straße. Boah, Alter, er war schon schnell, Augen sind ein bisschen am Tränen. Also knapp auf 40 gekommen. Entspannt ist halt, du musst halt wirklich nur so ganz, du musst halt wirklich nur mit den Beinen so machen. So. Und ja, dann fährt er trotzdem schon, 40. Schon ordentlich. Ja, ich glaube aber die GPS-App ist abgekackt, ich guck mal kurz. Das Krasse ist ja wirklich, der fährt so schnell wie die Talaria ungedrosselt. Das ist ein Witz, ne? Ja, das ist wirklich ein Witz. Okay, ist gerade Werbung. Das ist 37 sagt er, ja, wir waren das Tacho 39, denke ich, ist okay. Der wäre noch ein bisschen schneller geworden, aber ich muss halt bremsen. Aber ist halt ziemlich easy, Freunde. Das geht nicht mit jedem E-Bike, mit dem geht es zum Beispiel nicht, mit dem hier funktioniert. Das Ding kostet jetzt aber 2200 Euro. Wir können euch in die Videobeschreibung nochmal einen E-Bike packen, das kostet nur die Hälfte. Und mit dem geht es eigentlich fast genauso gut. Und ja, ist auch ein bisschen unauffälliger von der Optik, wenn ihr das haben wollt. Bedenkt bitte, damit dürft ihr natürlich im deutschen Straßenverkehr nicht rumfahren. Das macht ihr auf eigenes Risiko, das ist ganz klar. So dürft ihr rumfahren, getunt nicht. Genau, ja. Das war's eigentlich mit dem Video. Ich fand also dieses Fahrrad ist ziemlich geil. Ist auch geil, also das ist auch nicht schlecht. Das Ding ist, den kann man nicht schneller machen. Deswegen hat das hier wenig zu suchen. Vielleicht gibt es da irgendwann eine Möglichkeit, weil es gibt hier mit dem Fahrrad eine App. Das ist das Deruis Ananana Mika. Ja. Und ja, ich glaube, das war es erstmal. Mal gucken. Ja. Die nächsten Videos werden auf jeden Fall wieder E-Scooter-Videos werden. Wir haben eine ganze Menge davon jetzt wieder. Jede Menge Kram, also guten Kram. Und dann werden richtig geilen Kram. Jede Menge testen für euch. Jede Menge testen für euch.
jede Menge testen und jede Menge Kram. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal um Feld ackern. Würde ich lassen, das ist maximal matschig da. Tschüss, abonniert gerne den Aal. Link zu dem Fahrrad ist in der Beschreibung. Und noch zu einem anderen, was günstiger ist, was das auch kann. Abonniert auch trotzdem gerne den Kanal. Mir wird kalt, ich gehe jetzt nach Hause. Kein Bock mehr.